war Weihnachten, da hatte ich mal ein bisschen Zeit für mich und habe halt einen Brief im Briefkasten gefunden, wo das EPE sich nochmal vorgestellt hat und diese Ausbildung angeboten hat. Und das war das erste Mal, dass ich es bewusst wahrgenommen habe. Also unbewusst, wie gesagt, schon länger auf der Seite, aber nie richtig gelesen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie mein Herz schneller geklopft hat. Also mein Herz geht dann auf vor Freude und ich habe es halt gespürt und habe gedacht, so jetzt ist die Zeit reif, jetzt machst du es. Und dann habe ich mich auch direkt angemeldet. Und vom Tag an der Anmeldung wusste ich genau, das ist das Richtige, das muss ich tun. Und als ich hier angekommen bin, habe ich halt auch noch überlegt, warum mache ich das? Weil ich überhaupt kein Ziel hatte, außer es spricht mich an, mein Herz sagt ja. Und so bin ich auch in die Ausbildung gegangen. Ich habe gesagt, in erster Linie bin ich hier, weil mein Herz das gesagt hat. Und vielleicht auch, um meinem inneren Kind ein bisschen Raum und Zeit zu geben, dass es auch mal ein bisschen spielen darf. Ich merke, dass wir hier ganz tolle Methoden haben, die sehr einfach sind, die ich im Alltag mal schnell anwenden kann. Ich kann schnell einen Anker werfen, ich kann schnell die Druckpunkte hier ausüben, wenn mich irgendwas belastet. Ich probiere auch alles an mir selber aus und merke natürlich auch an meinem eigenen Gefühl, wie sich Dinge verändern. Habe hier schon echt fette Blockaden lösen können und bin völlig begeistert davon. Total schön, beschwingt, leicht. Mein Feedback der ersten Woche war, als wir die erste Ausbildungswoche hatten, da habe ich gesagt, dass mir so vieles erstmal bewusst geworden ist, dadurch, dass Daniel ja die ganzen Themen spielt. Er redet ja nicht, er spielt ja so ziemlich alles, dass mich das sehr, sehr berührt hat und dass ich ganz, ganz viele Aha-Effekte hatte. Und was ich so toll fand, es sind ja auch viele ernste Themen. Ne? Wir reden ja auch hier wirklich über Traumata und wirklich Probleme, die Menschen haben. Aber dadurch, dass er das mir so viel Leichtigkeit vermittelt, habe ich einfach viel gelacht. Ich finde ihn super. Ich bin traurig, dass es morgen zu Ende ist, weil ich könnte ihn viel öfter um mich haben, weil er hat so viel Leichtigkeit, so viel Esprit, so viel Lebensfreude. Und nach der ersten Woche habe ich gesagt, wenn ich Daniel Pasch noch 3 Wochen um mich herum habe, dann spiele ich genauso jede Szene meines Lebens. Ich rede nicht mehr, ich muss es dann einfach spielen. Der steckt einfach an mit seiner guten Laune. Definitiv ist das sinnvoll, egal ob das jetzt ein Erwachsener ist oder ein Kind, weil in uns Erwachsenen sind ja auch kleine Kinder, die inneren Kinder. Und ich merke, wie gesagt, an mir selbst, wie mein inneres Kind mittlerweile vor Freude hüpft, wie viel Leichtigkeit ich erlebe durch das Kinder- und Jugendcoaching. Und ich sag mal so, gerade wenn man bei den Kleinen schon anfängt und wenn die irgendwelche Probleme haben, ob es in der Familie oder in der Schule sind, die Basis ist ja auch gegeben, wie gehen die später durchs Leben? Gehen die irgendwie mit einem schlechten Gefühl durchs Leben und haben sie viel negatives Input bekommen und sind vielleicht irgendwann mit 30 oder 40 an einem Punkt, wo sie überhaupt nicht mehr wissen, wie es weitergeht, weil sie so verstrickt sind mit ihren alten Mustern? Oder lernen sie schon von klein auf an Methoden, um mit dem Leben zurechtzukommen und vielleicht selber mehr Freude zu erleben, mehr Leichtigkeit, spielerisch durchs Leben zu gehen, was sich sicherlich positiv auch auswirken wird, wenn die mal ins Berufsleben gehen, wenn die Familien gründen, wenn die Partner haben. Also die Basis ist eine ganz andere, wenn ich von klein auf an so ein paar ganz wichtige Methoden lerne, die ich auch ganz schnell an mir selbst anwenden kann.